Ja. Herzlich willkommen bei der Ärztekammer Niedersachsen. Wir senden heute eine neue Folge unseres Live-Talks. Und ich freue mich, heute ganz besondere Gäste begrüßen zu dürfen. Frau Dr. Anja Fröhlich, Internistin und Mitglied des Humedica-Ärztinnen- und Ärzteteams. Und Herrn Professor Dr. Axel Haferich, den ärztlichen Direktor der Klinik für Herz-, Thorax-, Transplantations- und Gefäßchirurgie der Medizinischen Hochschule Hannover. Schön, dass Sie da sind. Anlass des heutigen Talks, meine Damen und Herren, ist der erschütternde Angriff auf die Ukraine mit den verheerenden Auswirkungen für die Zivilbevölkerung, die es auch medizinisch abzufangen gilt. In den letzten 2 Jahren galt unsere volle Aufmerksamkeit der Covid-19-Pandemie. Seit dem 24. Februar wird diese ja immer noch anhaltende Pandemie jedoch von einem anderen Ereignis noch überschattet, dem Krieg in der Ukraine. Frau Dr. Fröhlich, inwiefern bewegt Sie dieses Thema auch ganz persönlich? Nun ja, also einerseits geht es mir da sicherlich wie vielen anderen Menschen auch oder den allermeisten Menschen, dass ich zutiefst bestürzt bin darüber, dass im 21. Jahrhundert ein Angriffskrieg auf europäischem Boden, der das Potenzial hat, sich sogar zu einem Weltkrieg auszuweiten, überhaupt noch möglich ist. Das hätte ich vor ganz wenigen Wochen nicht für möglich gehalten. Und da mischen sich im Moment die Sorge um die Menschen in der Ukraine, um die Menschen, die auf der Flucht sich befinden, natürlich auch mit Sorgen um unser aller Sicherheit, auch hier in Mitteleuropa. Ja. Auf der anderen Seite sind natürlich meine Gedanken bei meinem Lebenspartner, Herrn Dr. Schäuber, und beim Assessment-Team von Humedica, die im Moment versuchen, an der ukrainisch-rumänischen Grenze medizinische Nothilfe zu leisten. Was ging Ihnen ganz persönlich als Bürger Haferich durch den Kopf, als Sie bemerkt haben, dass sich diese Szenarien von Manövern plötzlich zu einem Krieg ausweiten? Das ist es eben. Man hat die Manöver zur Kenntnis genommen. Man hat über die Ausweitung der Manöver auch Richtung Belarus und praktisch die gesamte Ostflanke von Ukraine gesehen. Hat aber auch wenige Tage vor dem Angriff nie glauben können, dass tatsächlich zu einem Angriffskrieg kommen würde. Also überrascht, erschüttert und jetzt natürlich die Sorge um die vielen, vielen Verletzten, aber auch um die Verstorbenen. In der Ukraine ist vielerorts die Versorgung zusammengebrochen. Es fehlt jetzt neben Medizinprodukten und Arzneimitteln unter anderem auch an Hygieneartikeln. Die Anteilnahme und das Engagement der deutschen Bevölkerung sind überwältigend. Ein Großteil der Menschen möchte helfen. Gleichzeitig bitten Hilfsorganisationen wie das Deutsche Rote Kreuz darum, von Sachspenden abzusehen, die nicht mit den Organisationen in den betroffenen Gebieten abgestimmt sind, weil man auch essentielle Transport- und Fluchtwege nicht blockieren soll. Frau Dr. Fröhlich, was hilft nach Ihrer bisherigen Erfahrung auch in der humanitären Hilfe in diesem Zeitpunkt den Menschen in der Ukraine am meisten? Was die Ukraine betrifft, ist ja die Sondersituation, dass wir da in einer Kriegssituation sind. Das unterscheidet sich von den humanitären Hilfsaktionen, an denen ich bis jetzt so teilgenommen habe, auch wenn da latente Kriegsaktionen unterwegs waren, aber nie in der Form. Ich denke, dass das, was
in der Ukraine im Moment am allermeisten gebraucht wird, sind sichere Korridore. Sichere Korridore für die Flucht der Menschen, sichere Korridore für den Herantransport von dem, was Sie sagen, Hilfsgütern, Medikamenten und auch anderen Dingen. Nach unseren Informationen ist es so, dass inzwischen massenhaft Hilfsgüter in der Ukraine angekommen sind. Das Problem ist nach wie vor der Weitertransport dann in die umkämpften Gebiete, der ja durchaus dann auch gewisse Gefahren in sich birgt. Und da ist das Hauptproblem, ne? Dass die Sachen halt zum Beispiel in der Gegend von Mariupol gar nicht ankommen, wo die UN derzeit ja doch eine größere Hungerkatastrophe befürchtet. Was den medizinischen Bedarf betrifft, das ist ja bekanntermaßen so, dass der praktisch dem Auftreten von Hunger, von Kälte, von hygienischen Mangelzuständen dann auch in einer gewissen zeitlichen Latenz dann auch erst folgt. Ja. Die Ärztekammer Niedersachsen hat ja auch bereits zu Spenden aufgerufen an erfahrene Organisationen wie Ärzte ohne Grenzen, das Deutsche Rote Kreuz oder auch Humedica, die bereits großartige Arbeit vor Ort leisten. Sie sind auch Teil, Frau Dr. Fröhlich, des ehrenamtlichen Ärzteteams bei Humedica. Dieser Verein organisiert ja unter anderem kurzfristige Einsätze mit interdisziplinären Teams in Katastrophengebieten. Welche Erfahrungen haben Sie bislang mit Einsätzen im Ausland gesammelt, wo ja überall Notsituationen wahrscheinlich auch ein strukturiertes Arbeiten jedenfalls am Anfang unmöglich gemacht haben? Ja gut, das bedingt sich durch die Art der Einsätze, dass wir halt in der Katastrophenhilfe arbeiten. Und Herr Schäuber und ich haben inzwischen seit vielen, vielen Jahren, ich habe mal gezählt, 16 Jahre sind das jetzt, an diversen Einsätzen überall auf der Welt teilgenommen. Das geht von Afrika, da war ich im Sudan, in Äthiopien, über diverse südosteuropäische Länder. Da war Nepal dabei, Bangladesch, Burma, Philippinen waren dabei, da war Herr Schäuber sogar zweimal, bis zuletzt zum Erdbeben in Mexiko 2017. Und der einzige innereuropäische Einsatz war bisher in der Tat der Einsatz auf der Balkanroute 2015, wo Herr Dr. Schäuber schon Erfahrungen sammeln konnte. Jetzt in dem Ukraine-Krieg kommt ja wahrscheinlich nochmal die auch persönliche Gefahr noch dazu, in Beschuss zu geraten. Was haben Sie da für Erfahrungen bislang gemacht? Also da ist natürlich ein maximales Sicherheitskonzept gefahren, auch seitens der Organisation. Es ist eine internationale Assessment-Organisation beauftragt worden, die Sicherheitstage täglich und, wenn es notwendig wird, auch stündlich prüft und immer wieder Feedback auch an das Team vor Ort gibt. Es gibt ganz enge Kommunikationswege zum Headquarter und das läuft wirklich unter Safety First. Wenn es problematisch wird, dann werden die Teams nicht mehr in die Ukraine reingeschickt. Wie ist die Zusammenarbeit mit den Ärztinnen und Ärzten in der Ukraine? Kann ich nicht so furchtbar viel zu sagen. Was letztendlich auch sicherheitstechnische Gründe hat, weil ich kann jetzt nicht so viel sagen zu Einsatzorten zum Beispiel. Das ist einfach zu gefährlich. Was ist das Gebot der Stunde in so einer Situation? Solidarität. Die Impfquote in der Ukraine liegt mit etwa 35% deutlich unter der in Deutschland. Zahlreiche Flüchtlinge, so Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, seien auch an Covid-19 erkrankt. Dabei wies er jedoch darauf hin, dass die vergleichsweise kleine Fallzahl dieser Menschen kein zentrales Problem darstelle. Herr Professor Haverich, welche Herausforderungen ergeben sich dadurch mit Blick auf das Infektionsgeschehen? Gut, auf der einen Seite ist das Risiko, dass Sie jetzt bei enger Unterbringung in Lagern, in Auffangsituationen natürlich sich gegenseitig infizieren. Und es besteht dann natürlich auch das Risiko, wenn die Verteilung dann passiert, dass dann auch Infektionen aus dem Strom der Flüchtlinge in die hiesige Bevölkerung getragen werden. Solange es Omikron ist, können wir gelassen bleiben, weil die Verläufe doch in aller Regel relativ mild sind, insbesondere bei den Geimpften hier in der Bundesrepublik. Aber es sind halt in der Ukraine bei den Flüchtlingen sehr, sehr viele Ungeimpfte, und so dass es hier durchaus wieder sehr schwere Verläufe geben kann und wir dann auch mit einer gewissen Belastung des stationären, auch des intensivmedizinischen Bereichs zu rechnen haben. Kommen wir mal zum aktuellen Versorgungsbedarf und auch dem der nahen und mittleren und wir wollen es ja nicht hoffen, aber möglicherweise auch fernen Zukunft. Inzwischen sind mehr als 1,5 Millionen Menschen aus der Ukraine geflohen, viele von ihnen mit schweren Verletzungen sowie mit Kriegs- und fluchtbedingten Begleiterscheinungen. Es gibt auch eine Vielzahl chronisch Kranker, die zum Beispiel auf Dialyse oder onkologische Behandlung angewiesen sind.
Herr Professor Haverich, worauf muss sich das deutsche Gesundheitswesen nun vorbereiten? Ja, wir denken eigentlich, dass es eine zweifache Vorbereitung zu sein hat. A, die Versorgung von Kriegsverletzten, die mit großer Sicherheit auch hier nach Deutschland transportiert werden. Für die weitere Versorgung, die Erstversorgung wird ja sicher in der Ukraine stattfinden. Aber dort werden sehr schwer Verletzte, auch mehrfach Verletzte dann auf uns zukommen. Und das andere sind natürlich die große Zahl von chronisch Kranken, die natürlich unter den Flüchtlingen sind. Sie hatten eben Diabetes nicht erwähnt. Das Insulin wird knapp dort unten. Und für diese Geflohenen muss man eine ambulante, vielleicht auch stationäre Behandlungsoption offen halten, jenseits der Kriegsverletzten, die wir erwarten. Was für Organisationsstrukturen müssen dann Ihrer Meinung nach aufgebaut und vorgehalten werden, um eine adäquate Gesundheitsversorgung dann auch der Flüchtenden insgesamt gewährleisten zu können? Gut, ganz wichtig sind natürlich die Krankenhäuser mit den intensivmedizinischen Möglichkeiten, auch den operativen Möglichkeiten in der Traumatologie. Hier gibt es ein gutes System, was aufgebaut worden ist, sodass wir glauben, dass wir auch einen größeren Ansturm für Niedersachsen, aber auch darüber hinaus versorgen können. Aber es werden eben auch sehr viele chronisch Kranke dabei sein, wie Sie nannten, Dialysepatienten. Mhm. Die eben auch in eine ambulante oder stationäre Versorgung gehören. Und wir gehen darüber hinaus davon aus, dass viele der Kriegsverletzten nicht nur einmal operiert werden müssen, sondern möglicherweise mehrfach operiert werden müssen. Das ist der Gang der Dinge bei Mehrfachverletzten, sodass man auch sozusagen Zwischenpositionen im halbstationären Bereich, weil Unterkunft muss ja auch gewährleistet sein, und deswegen wurde intensiver Kontakt mit einer ganzen Reihe von Reha-Einrichtungen aufgenommen, sodass dort möglicherweise übergangsweise Unterkunft und ärztliche Versorgung sichergestellt werden kann. Die Medizinische Hochschule Hannover hatte sich ja genauso wie viele andere Krankenhäuser in Niedersachsen und Norddeutschland schon bereit erklärt, Behandlungen der vom Krieg Betroffenen zu übernehmen. Nun liegt Niedersachsen nicht direkt an der Grenze zu diesem Kriegsgebiet. Das heißt, die Flüchtenden werden möglicherweise bereits in östlicher gelegenen Krankenhäusern und Einrichtungen versorgt. Glauben Sie, Herr Professor Haverich, dass dann durchaus auch Schwerstverletzte überhaupt nach Norddeutschland ausgeflogen werden können, dass das also überhaupt auch noch funktioniert bei der eben auch Lebenserwartung von Schwerstverletzten, wo es ja um jede Sekunde und Minute geht? Ja, es werden nicht direkt aus dem Feld sozusagen zu uns transportiert werden. Aber jene, die eine Erstversorgung überstanden haben vor Ort und vielleicht mit einer Reihe von Weichteilknochen oder Verletzungen innerer Organe doch überlebensfähig sind, aber eben weiter behandelt werden müssen. Und diese Sekundärverlegung, das ist eigentlich das Krankengut, auf das wir uns einstellen. Nach welcher Systematik erfolgt die Zuweisung der Schwerverletzten an die Krankenhäuser? Das wird nach dem Konzept des Kleeblatt-Systems erfolgen, was wir ja bei Corona dann nach einer gewissen Zeit dann erfolgreich eingeführt haben. Aber es sind für den Transport verantwortlich die Bundeswehr zusammen mit dem Deutschen Roten Kreuz. Und die werden grundsätzlich über alle offenen stationären intensivmedizinischen Betten informiert sein, sodass dann jenseits des eigentlichen Kleeblattsystems auch geschaut wird, an welchen Stellen man welche Art von Verletzungen kompetent behandeln kann. Welche Erfahrungen hat die Medizinische Hochschule Hannover mit vergleichbaren Kriegs- und Krisensituationen schon gemacht? Ja, das Einzige, woran ich mich erinnern kann, war Eschede. Mhm. Und da war es allerdings so, dass deutlich mehr Verstorbene in die Gerichtsmedizin gelangt sind als schwer verletzte Überlebende für die Versorgung. Auch da war es allerdings so, dass ja nicht nur die Medizinische Hochschule dafür zur Verfügung stand, sondern auch eine ganze Reihe von unfallchirurgischen Kliniken im Umfeld. Und die Verteilung dieser Patienten hat damals sehr gut funktioniert. Welche Möglichkeiten gibt es, um die Behandlung von Spezialfällen aus Sonderfonds zu finanzieren? Ist eigentlich nicht so die ärztliche Aufgabe. Dafür haben wir eine Administration, die in der Regel gut funktioniert. Aber ich glaube, das ist eine Situation wie ganz zu Anfang in der Covid-Situation. Es hat niemand gefragt, wer die italienischen Patienten, wie deren Behandlung hier finanziert wird, wenn sie intensivmedizinisch mit ECMO behandelt werden mussten. Und ich denke, die Frage wird sich auch nicht bei der Versorgung, der stationären Versorgung der verletzten Flüchtlinge oder Militärangehörigen. Okay.
Frau Fröhlich, wenn wir mal den Standort Niedersachsen noch mal in den Blick nehmen, aufgrund des Krieges in Ihrem Heimatland haben die ukrainischen Flüchtenden dann ja auch Anspruch auf eine medizinische Akutversorgung in Deutschland. Die steigenden Flüchtlingszahlen werden sich folglich künftig auch in der niedersächsischen Regelversorgung niederschlagen. Sind die niedersächsischen Praxen, also die niedergelassenen Praxen, ihrer Meinung nach dem Zuwachs an Patienten dann gewachsen? Also was den ambulanten Bereich der medizinischen Versorgung betrifft, würde ich ganz klar sagen, ja. Mhm. Wir haben Auskünfte von der Kassenärztlichen Vereinigung bekommen, dass die Versorgung der Schutzsuchenden aus der Ukraine laufen wird wie die Versorgung von Asylsuchenden. Das heißt, die werden beim Sozialamt einen Berechtigungsschein zur Behandlung akutmedizinischer Probleme oder auch zur Behandlung von Schmerzen bekommen und entsprechend sich halt normal in die ambulante Versorgung integrieren können. Und letztendlich, dass das funktioniert, haben wir ja auch während der Flüchtlingswelle 2015/16 durchaus schon erlebt. Da mache ich mir eigentlich keine Sorgen. Bereiten Sie sich im niedergelassenen Bereich irgendwie speziell darauf vor? Nein, wir haben immer noch gut zu tun mit den Anforderungen, die seit 2 Jahren an uns gestellt werden, von diversen Impfkampagnen über immer noch sehr hohe Corona-Infektionszahlen bis jetzt auch der ganz normalen Patientenversorgung. Wir kämpfen immer noch mit diversen Bürokratismen und also die Versorgung, medizinische Versorgung der Flüchtlinge, das werden wir dann auch noch stemmen. Sie haben beide ja auch in dieser Corona-Pandemie viel mit Überlastungsszenarien auch erlebt, auch im Bereich der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, der medizinischen Fachangestellten, der Pflegerinnen und Pfleger. Macht das auch was mit Ihrem Mitarbeiterstamm? Wie merken Sie das in diesen Tagen, wenn man dann sozusagen stündlich auf die Nachrichten schaut? Also mit der ersten Ankündigung unserer Bundesregierung zu sagen, dass die Bundesrepublik für die medizinische Versorgung dasteht, habe ich gedacht, wie kann man das in der Situation, wo das System eigentlich von oben bis unten und von rechts bis links ausgelaugt ist und die Pflegekräfte beispielsweise uns in Scharen verlassen, weil sie der Belastung nicht mehr standgehalten haben in der Corona-Situation, jetzt noch obendrauf sozusagen freiwillig die Versorgung von Kriegsverletzten zu übernehmen. Da hätte ich mir eine etwas freundlichere Ansage an die Beteiligten gewünscht, mit der Bitte doch, diese zusätzliche Aufgabe jetzt noch mal zu übernehmen. Denn das System ist ausgelaugt und wir müssen wirklich aufpassen, dass gerade auf der Seite der Pflegekräfte da nicht ein weiterer Exodus dadurch induziert wird. Eins haben wir eben nicht bedacht. Ich glaube, und aus meiner Erfahrung aus der Intensivmedizin, wenn man einen nicht bei Bewusstsein befindlichen Patienten aus der Ukraine bekommt und der wird bei uns wach, dann braucht es dringend Übersetzungskapazitäten, um diesen Menschen klarzumachen, wo sie sind, warum sie da sind und was gemacht worden ist. Also das ist bei der Vielzahl der Verletzten und auch sonst Kranken, die wir zu erwarten haben, glaube ich, ein Thema, was vielleicht noch nicht gut bedacht ist. Wie gehen Sie mit Ihrem Praxispersonal jetzt in diesen Tagen um? Ist da noch mehr Unsicherheit als sowieso schon Überlastung? Ganz klar, kann ich auch Herrn Professor Haferich nur zustimmen. Das Praxispersonal ist maximal ausgelaugt. So gutwillig sie sind, also man kann es nur so sagen, sie gehen auf dem Zahnfleisch nach all dem, was die letzten 2 Jahre gelaufen ist. Über jetzt die zusätzlichen medizinischen Anfordernisse der ukrainischen Flüchtlinge machen sie sich, glaube ich, herzlich wenig Gedanken. Es sind eher die persönlichen Sorgen, ne? Um persönliche Sicherheit, um Sicherheit unseres Landes. Wie geht es mit den Familien weiter? Wie geht es mit dem Wohlstand weiter? Diese Dinge bewegen sie. Und was sie auch bewegt, das gleiche Problem wie auch im stationären Bereich, dass wir unter absolutem Personalmangel leiden. Wir haben keine Chance mehr, noch nicht ärztliches Personal zu requirieren im Moment. Umso mehr danke ich dafür, dass Sie heute hier waren, dass Sie so eine fantastische Arbeit leisten. Vielen Dank für diesen spannenden Einblick in Ihre Arbeit. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Ihnen darf ich noch sagen, dass wir auf der Website der Ärztekammer Niedersachsen unter www.aekn.de auch zum Thema Ukraine, Krieg, Informationen für medizinisches Personal zum Beispiel vorhalten. Die Infos zum Live-Talk erhalten Sie auch über diese Website und in den sozialen Medien. Wenn Sie eine Frage haben für die nächste Sendung, dann stellen Sie die gerne an kommunikation@aekn.de. Ich fürchte einmal, dass wir zu diesem Thema noch häufiger hier reden müssen, um es mal so zu formulieren.
und bedanke mich aber einstweilen bei Professor Haverich und Frau Dr. Fröhlich für Ihren Besuch. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, machen Sie es gut, bleiben Sie uns gewogen und auf bald. Tschüss.